Hallo Freunde und willkommen in diesem Video mit einem kleinen, praktischen und hoffentlich nützlichen Tipp, der im Fall des Falles uns jede Menge Ärger und unter Umständen auch Geld spart. Und zwar will ich euch zeigen, wie wir uns ein sogenannter Kennwortdatenträger für Windows hier erstellen können, so dass wenn wir das Windows-Passwort hier mal vergessen und uns gar nicht mehr an unserem PC anmelden können, super schnell und einfach das Kennwort zurücksetzen können, selbst, ja, indem wir einfach das USB-Stick, was wir uns jetzt erstellen werden, mit unserem Computer verbinden, ja, reinstecken. Genau, alles, was wir dafür brauchen, ist einfach ein ja, alter USB-Stick hier. Das müssen wir ja zuerst mit unserem PC hier verbinden. Es gibt hier die Möglichkeit, ich gucke mal, ob das klappt. Das klappt nicht. Das ist jetzt hier eine Windows 10 Maschine, funktioniert genauso mit Windows 8 und hier Windows 7 und Vista auch. Normalerweise können wir hier mit dem Windows-Taste und dann einfach nach Kennwort, also nach diesem Tool hier suchen. Kennwort rücksetzen, Diskette erstellen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, passiert gar nichts irgendwie. Also der Wizard, der startet nicht. Ich weiß jetzt nicht warum. Ich habe da auch aber nicht so lange nachgesucht, sondern wir können jetzt hier mit dem Windows R, das geht auch schneller, und dann einfach hier Control schreiben und OK oder Enter klicken und schon haben wir hier die, ja, unsere gute alte Systemsteuerung, die noch da ist. Und hier haben wir unser Benutzerkonten. Einfach draufklicken. Zack. Hier nochmal Benutzerkonten. Und schon sind wir jetzt hier an der richtigen Stelle. Hier auf der linken Seite haben wir ein paar Optionen. Unter anderem Kennwort Rücksetzdiskette erstellen. Einfach draufklicken. Und schon kommt jetzt hier eine. Genau, wir müssen uns ja, unsere USB-Stick natürlich verbinden mit dem PC. Das muss schon reingesteckt. Das ist das hier mein Fall, glaube ich. Okay. Jetzt ist meine Maus weg. Okay. Jetzt, ja, nachdem wir unser USB-Stick hier verbunden haben, einfach hier draufklicken und schon startet hier der Wizard, hier der Assistent. Und also an der Stelle vielleicht nochmal ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir können uns so ein USB-Stick hier erstellen, nur wenn, also nur für ein lokales, für ein rein lokales Konto, wenn das Konto, unser Konto hier mit, ja, mit einem Microsoft-Konto verknüpft ist, dann funktioniert das nicht. Ja, also wenn das bei euch der Fall sein sollte, zum Beispiel, dass wenn ihr hier draufklickt, nichts passiert, ja, der Wizard hier, der Assistent, nicht startet, dann ist das höchstwahrscheinlich der Fall, dass eurem ja, Account hier mit einem Microsoft-Konto verknüpft ist. Oder aber in den seltensten Fällen habe ich auch schon erlebt, dass es, obwohl das ein reines ja, lokales Konto hier war, dass der Wizard hier trotzdem nicht ja, gestartet ist. Da habe ich einfach mal das Kennwort komplett rausgenommen. Erstmal hier, das können wir hier ganz einfach über und die Einstellungen, Konten, Anmeldeoptionen hier und Kennwort hier ändern. Ja, wir müssen aktuelle Kennwort wie hier einfach alles leer lassen, so dass das Kennwort erstmal raus ist. Wir können danach wieder ändern natürlich. Und dann hat es auch funktioniert. Aber in der Regel sollte das auch so funktionieren, ja, normal. Genau, einfach den Wizard hier starten und dann einfach auf Weiterklicken hier unserem ja, USB-Stick auswählen. Ich habe jetzt hier nur eins. Einfach auf Weiterklicken, aktuelles Kennwort. Das war, glaube ich, 1, 2, 3 hier bei mir. Dann Weiterklicken. Für dieses Konto ist genau, also ich habe da schon eins stellt, ja, es gibt nur eins, ja, wenn wir jetzt einen USB-Stick haben und den wir verloren haben, dann können wir jetzt uns einen neuen erstellen und das alte funktioniert dann nicht mehr.
Okay, ja. Und schon geht's los hier. Ratzfratz ist durch, ja. Einfach auf Weiter und Fertigstellen. Und schon haben wir unsere USB-Stick hier erstellt. Sollten wir jetzt hier das Kennwort, ich melde mich mal ab hier und tue mal so, als ob ich das Kennwort hier vergessen habe. Zack, ja, geht's nicht. Zack. Einfach hier auf Kennwort zurücksetzen. Das USB-Stick ist jetzt natürlich mit dem PC verbunden. Und wenn wir jetzt hier auf Kennwort zurücksetzen draufklicken, dann startet sofort der Assistent hier, der Wizard. Und wir haben jetzt die Möglichkeit weiter. Das ist der USB-Stick hier. Jetzt können wir ein neues Kennwort eingeben hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups. Ein sicheres. Natürlich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Und weiter fertigstellen. Und schon haben wir das Kennwort zurückgesetzt hier. Auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir können uns wunderbar ratzfatz wieder anmelden. Ja, das dauert keine Minute. Das kann wirklich, wie gesagt, unter Umständen sehr, sehr hilfreich sein. Und ja, das ist jetzt das eine mit dem USB-Stick. Den müssen wir natürlich an einen guten Ort, wo wir das auch wiederfinden, aufbewahren. Und wenn wir das brauchen, einfach ja, hier reinstecken in den PC und das Kennwort zurücksetzen. Ihr habt ja gesehen, wie schnell das geht. Eine Alternative hier noch gibt es. Und zwar, wenn wir jetzt hier über unsere Konto, also mit den drei Fragen, das kennen die meisten von ja, Spielkonsolen, glaube ich. Ja, wenn wir jetzt hier auf der Startseite unsere Einstellungen hier Konten, Anmeldeoptionen hier und hier unter Kennwort, da haben wir hier die Möglichkeit, Sicherheitsfragen aktualisieren jetzt hier einfach draufklicken. Das aktuelle Kennwort hier war 321, glaube ich. Genau, und schon haben wir hier die drei, also die Möglichkeit, uns drei Fragen hier einfach hier ausfüllen. Erstes Haustier, Geburtsort, Havanna, wie war der Spitzname als Kind? Rambo. Ja, also die Antworten spielen hier im Prinzip keine große Rolle. Hauptsache, wir merken uns die, ja. Und einfach auf Fertigstellen, ja, das ist jetzt eine alternative Lösung sozusagen. Und schon haben wir jetzt die drei Fragen. Und wenn sollten wir unser Kennwort vergessen und auch keinen USB-Stick haben, haben wir die Möglichkeit, dort die Fragen über Kennwort vergessen, Option, die Fragen dann zu beantworten. Und schon können wir, ja, das Kennwort zurücksetzen und uns direkt anmelden. Das kann viel Zeit und Nerven sparen. Deswegen, ja, immer daran denken, das vorher zu tun, denn hinterher ist dann eben zu spät. Genau, das war's aber auch schon alles für ja, heute hier. Ich hoffe, dass es euch ja, weiterhilft, dass es ja, interessant war. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Abo und ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.